Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games und heute ist dran Goal. Fußball-Simulation. Tja, ich stehe nicht so auf Fußball, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, wenn ihr mir regelmäßig zuseht. Aber naja, wer alle NES-Games spielen will, der muss auch Goal spielen, keine Frage. Gut, schauen wir gleich mal rein, was sich hier tut. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, wie so oft lerne ich es mit euch kennen. World Cup, klaro, geht schon los. Zu wem halten wir? Ist mir eigentlich egal. Dänemark. Just, okay, einfach so, keine Ahnung. Interessante Perspektive, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Wahnsinn! Also ich kannte bis jetzt am NES ja nur das NES, das World Cup von Nintendo, Nintendo World Cup, ob so hat es geheißen. Corner! Schafft! Und weg damit! Ich finde jetzt die Dressenwahl jetzt ein bisschen unpraktisch, rosa und rot, kann man jetzt nicht so gut unterscheiden. Na, ich wollte eigentlich passen. Okay. A ist, wo offensichtlich Schießen nicht passen. Er kritscht voll rein. Faul! Faul! So, wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Ich kann die Maxen kaum unterscheiden. Das ist wirklich ganz schlimm. Meine Leute. Vor ihm doch. So. Hey. Reingrätschen. Boah. Das ist fast eigentlich doch. Na. So. Komm schon. Ah, yeah. Wow. Wahnsinns Pixel-Animation. Krass. Puh, das war sicher damals voller Hit. Das Game. Aber ich frage mich, ob das mit den Dressen immer das Problem ist. Weil man schaut euch mal genau an. Rot und rosa. Das kann kein Mensch unterscheiden. Ich mache da mal ein Reset und schaue, ob ich da mal mit einer anderen Mannschaft mehr Glück habe. World Cup wieder. Ja, in Argentinien. Sehr wurscht. Gegen Holland. Nein, das ist schon besser. Das ist einfach nur Pech vorhin. Rot und Blau, das unterscheidet man doch gleich viel besser. Wie passt man? Ich verstehe einfach nicht, wie man passt hier. So. Ah, passen ist irgendwie ungewohnt, ich weiß nicht. Ah, das war nix. B passen, wenn ich es umgewohnt. Ah, nimm den Ball weg. Oh oh. Passen? Da steht niemand. Wo passt du hin? Wo passt er hin? Da steht niemand. Muss ich noch überall selber zielen anscheinend. Das automatische Passen gab es da noch nicht. Okay. Das gab's aber bei Nintendo World Cup, muss ich mal sagen. Nintendo World Cup konnte man automatisch passen mit Knopfdruck. Ah, nimm ihn, nimm ihn! Ja gut. Und schieß ihm rein, mach ihm rein! Und genau! Eieieiei! Ja, super. Ja, weitergeben. Ja, spiel sie aus. Ja! Argentinien!
Wieso schießt du nicht ins Tor? Wo schießt er hin? Ich habe falsche Taste gedrückt. Ich habe auf Passen gedrückt. Nimm den Ball weg, Leute. Weg. Ausschuss. Ja gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, nein. Was denn? Ah. Komm schon. Nimm den Ball weg. Ah, ja, ja. Ja, Grafik, bin begeistert von der Grafik eigentlich. Die ist die Wahl der Perspektive ist wirklich mutig. Mutig einfach. Nimm ihn, schieß ihm rein. Mach ihm rein, Rudi. Mach ihm rein. So. So, das war schon so ziemlich alt ein Fußballfloskel von mir. Ausschuss, also nix, ja, lass ihn raus, lass ihn raus, lass ihn raus. Passen wir. Ah. Da ist keiner, wo ist da niemand? Hilft mir doch. Ah, geh. Ja, da steht wieder keiner. Kein Mensch steht da. Was ist los mit euch Stürmern? Nehmt ihn den Ball weg. Und daneben. Ball wegnehmen. Ah, jetzt hab ich ihn selber rausgeschossen. Ich blöd. Mann, Mist. Aber... mag ein ganz gutes Game sein, aber ich stehe einfach nicht auf Fußball-Games. Nur Fußball. Nein, 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 wieso? Bist du niemand? Nein, warum schießt du nicht? Ah, das ist so bitter. Komm schon. Warum steht da keiner? Ich muss doch mitdenken. Ah, nein! Ah, es ist so zu grottenlangsam irgendwie. Da reingrätschen. Ah, der grätscht zurück. Zweiter Ausschuss. Alter, nicht schlafen. Ausgespielt. Und Schuss aufs Tor. Nix. Zu weit weg gewesen. Ich hätte ihn früher abgeben sollen. Aber das mit dem Passen funktioniert halt auch so schlecht. Ja, komm schon. Ah. Sehr gut. Nimm den. Ah, irgendwer soll den Ball mitnehmen. Ah. Das ist aufregend. Chill wieder. Die haben sich Pixel und Emotionen geleistet. Goal am NES. Kann man spielen. Echt. Ich meine, ich bin jetzt kein Fußballfan, aber scheint alles okay zu sein. Scheint alles okay zu sein. Ein Schuss meiner aus zwei. Ah ja.
Ah, das war mein Tor. Okay. Ich habe mir Seite gewechselt. Ja. Fußballstar wird es mir keiner mehr. Ich lasse das mal. Das war cool. NES. Ist wohl eines der besseren Fußballspiele am NES. Kann man zocken. Was ist das beste Fußballspiel für euch am NES? Haut es mir mal unten rein in die Kommentare. Ansonsten, ich freue mich über einen Daumen hoch und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann da unten abonnieren oder da drüben gleich weiterschauen. Ciao Leute, baba.